Lass das mal bauen. Können wir den da ran? Nein. Da ist das nächste. Zack. Zack. Können wir da ran? Ich versuche es mal gleich so zu machen. Wir haben ja von Zovarok gelernt, wie das Ganze funktioniert. so. Jetzt. Jetzt überlege ich gerade, wie wir hier fahren. Ich glaube, wir werden direkt an der Straße hier lang fahren. Es bietet sich an. Es bietet sich an. Dann werden wir aber vorher die Straße nochmal wieder anschließen. Oh, sieht sogar ganz gut aus. So, Peace sollten wir dann auch mal angehen, das Ganze. Wir haben hier das Kraftwerk, ne? Das wäre dann ganz gut, wenn wir da dann schon mal planen. Den Transformator. Das ist übertrieben, den Achtfach brauchen wir hier nicht. So, da wäre dann das. Gehen wir gleich direkt so mit ran. Bisschen ausrichten. Leider ist die Straße auf der verkehrten Seite. Ist ein bisschen doof. Aber egal. Ja, und morgen kann ich ankündigen, ausnahmsweise auch mal auf den Sonntag. Zum Start der neuen Diablo-Season. Wird es morgen um 18 Uhr. Na, ich denke mal so um 18 Uhr, zwischen 18 und 19 Uhr. Dann auch einen Stream geben. Aber nicht alleine, sondern dann mit der lieben Loriana live. Das wird mit Sicherheit auch ganz lustig. So. Ich versuche das hier mal in schön ranzumachen. Ja, will er wieder nicht. Weil hier so ein bisschen abschüssig ist. Na, wohl doch geht. Na, da sieht es ein bisschen doof aus. Na, hier ist ein Knick drin. Ärgerlich. Naja. So, dann gehen wir jetzt hier mal an der Straße lang. Ah, verdammt. Ernsthaft. Jetzt muss ich hier echt arbeiten. Ich muss das gerade machen jetzt. Übel. Also so viel brauche ich nicht. So, komm. Mach das hier mal gerade. Wenn das alles mal in echt genauso easy wäre, ne? Ey, dankeschön. Namenskollege, dankeschön. Für dein Follow, danke. Davon mir gibt's auch ein Welcome. Herzlich willkommen. So, zack. So, zack. Ja, wir gehen hier so ein bisschen die Straße lang. Wie gesagt, die Straße so ein bisschen entlang. So. Schade, dass ich hier nicht so eine... Kann ich vielleicht... Ja, kann ich auch. Bisschen Knick drin hier. Es ist ein bisschen... Nicht ganz so schön. So. Ganz schön weite Strecke. Dann werden wir jetzt ein bisschen den Pfad, sage ich mal, verlassen. Ein bisschen weiter weg davon. Und jetzt weiter geradeaus. Auf gerader Strecke sozusagen. Kostet uns halt
eine ganze Menge, aber ist egal. So, das da vorne würde ich gerne mit einer Kurve arbeiten. Da brauchst du nochmal eine Stromtanke. Werden wir gleich sehen. Ich kann mir vorstellen, dass es reicht. Ich kann mir vorstellen, dass es reicht. So, okay, das haben wir auch. Sehr gut. So, dann machen wir hier auch eine X-Weiche. Zack. So. So. So und so. Dann noch ein paar Signale in die Richtung. Weil hier werden mit Sicherheit eine ganze Menge Züge fahren gleich. Ich glaube, es reicht vom Strom. Weil ich mache ja Starkstrom drauf. So, jetzt wird es wieder Nacht. Damit wir zumindest mal ein bisschen was schon mal exportieren können. Hier noch. So, das läuft. Hier ist das, das, das. Alles gut. Sollte klappen. Na, vielleicht. Ja, hier machen wir auch noch eine hin. So, zack. Gut. So. Jetzt schließen wir das Ganze ans Stromnetz an. Braucht der hier eigentlich auch Heat? Nee, Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank nicht. Apropos Strom. Ich könnte ja eigentlich auch exportieren, ne? Na, egal. So, das läuft hier alles. Voll. Das Ding ist voll. Hier wird produziert. Das Ding ist noch nicht voll. Wie viel schafft denn der am Tag? 252. Und der holt raus. Ja, na okay. Nee, 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 nee. Nichts riskieren. So. Wir brauchen jetzt natürlich noch eine Zugdepot. Das Getreide kaufen und dann in die Fleischindustrie geben. Bringt auch noch Geld. Okay. Good to know. Auf jeden Fall gut zu wissen, sowas. Ich will aber gleich versuchen, sobald das jetzt hier läuft. Vielleicht machen wir das hier mal um die Ecke. Vielleicht kriegen wir das hier schön hin. Vielleicht so, dass wir das... dass wir... jetzt erstmal hier alles angleichen nochmal. Okay, das ist doof. Und was wir haben, dass wir gleich schon mal in Öl investieren, weil Öl bringt auch am Anfang extrem viel Kohle. Gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen. Und natürlich dann lange Frist auch Stahl und so weiter. Das muss auch drin sein. Wir haben einen kleinen Hügel, aber es ist nicht so schlimm. Kleine Senke. So, Depot. Da nehme ich ganz gerne immer das hier. Ich finde, das macht sich ganz gut. Ich mache das jetzt bewusst weiter weg. Ich hoffe, da kriegen noch Strom. Oder wir machen es doch irgendwie so, dass wir dann von da aus rumfahren. Hier in die Senke reinzubauen, das würde zu kurz gehen. Das würde zwar so funktionieren, aber es wäre zu wenig. Wie machen? Wie schön machen vor allen Dingen? Ja, machen wir. Brauchen ein bisschen Platz, brauchen wir ja. Machen wir so. Wird schon gehen. So, das ist verbunden.
Und schön hier raus. Zack. So, sehr gut. Jetzt Schienchen. Mal ganz kurz. So, dann machen wir mal... Okay, das will er nicht. Nehmen wir mal weg. Nee, reicht nicht. Schade. So, ich mache mal ganz kurz Pause. Besser ist das. Das klappt. Das klappt. Und vor allen Dingen, ich speichere mal zwischen. Besser ist das, weil bei Eisenbahnbau ist es immer so ein bisschen gefährlich. Ich bin mal gespannt auf den ersten Schnee. Wir haben es jetzt Mai. Also auf den Schnee bin ich wirklich mal gespannt. So, komm. Wird wieder Tag. Na, hier wird... Genau. Kohle können wir dann wegtransportieren. Ich muss mal gucken, wo denn unser Öl liegt auf der Karte. Okay, Öl würde dann in die Richtung liegen. Weiter nach hinten. Hier. Mitten auf den Feldern, oder was? Ansonsten hätten wir hier vorne direkt noch Öl. Das ist ja günstig. Da können wir ja richtig gut Gas geben. Wenn wir hier Öl haben, können wir das ja richtig gut hier einbauen. Das ist ja geil. Das ist ja klasse. So, ich mach mal ganz kurz das hier wieder aus im Frame. Stop. So, zack, zack. Den weg. X-Weiche hätte ich gerne. Okay, kriege ich nur dahin. So, zack. Und da noch. Und dann passt das auch. Sehr gut. Dass wir bis dahin hinfahren dann. So, dann können wir theoretisch jetzt anfangen, unsere Kohle abzutransportieren. Schauen wir mal, was wir da Feines haben. Elektro. ...75, 3,1... ...3,6 ist anständig, 1,8 ist zu schwach. 2,4... ...3,6 mit 100... 3,1, 3,6 mit 100. Ist besser als die hier. Dann nehmen wir die auch. Und die sieht ja interessant aus. Die kenne ich noch gar nicht. Cool. Güterwagen. Okay, jetzt geht's los. Wir suchen mal nach Kohle. Slack Wagon. 16 Tonnen Kohle. Die hier sind geil. Die Öldinger sind super. 60 Tonnen Kohle. Schon mal besser. 4 Fleisch, Zement. Zement. 21 Tonnen Kohle. 29 Tonnen Kohle. 24. 60 Tonnen. Mit 100 km/h. Das ist geil. Ich glaube, den können wir nehmen. Ja, den nehmen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, warte mal. Einen nehmen wir wieder weg. Mal gucken, wie lang der ist.
Ja, bin gespannt. Der erste Zug, das ist immer wie... So, okay. Zack. Und dann kannst du Gas geben. Feuer frei. Unser erster Zug auf der Strecke. Was hat er jetzt wieder für ein Problem? Ah, jetzt kann er fahren. Cooles Ding. Aber der ist zu lang, ne? Der steht zu lang, zu weit raus. Ah, shit. Der ist zu lang. Der wird bis zum Popo... Entweder ziehe ich die Signale vor. Was ich ja durchaus noch machen kann. Lass den erstmal fahren. Ich gucke mir das erstmal an. Wie weit der hier raus steht im Signal. Warte mal kurz. So, ich würde mal sagen, wir fahren einfach mal eine Runde mit. Dann kann ich was trinken. Ich bin gespannt, ob wir heute noch den ersten Schnee erleben werden. Schön wär's. Schön wär's. Mal ganz kurz wieder raus. Folgen wir dem mal so. Ey, die Lok ist cool. Gefällt mir. Ja, ich muss mal erstmal, wie gesagt, jetzt ganz kurz gucken, wie weit der denn braucht. Abstand braucht, damit er da reinpasst. Ein Signal. Damit die sich da nicht im Weg stehen. Hat der überhaupt was aufgeladen? Warum hat der nichts aufgeladen? Warum hat der nichts aufgeladen? Ist der doof? Kohle, genau. Ja, mal sehen, wie weit er hier draußen jetzt steht. Dementsprechend muss ich das Signal jetzt versetzen. Oh, das passt sogar. Hier passt es. Sehr geil, hier passt es. Okay, das können wir hier so lassen. Ich mach mal schneller. So, sehr schön. Gucken, ob er das jetzt... Normalerweise müsste er jetzt hier einladen. Jetzt muss ich halt noch hier schauen, ob das passt. Ansonsten versetzen wir es halt. Und dann schicken wir einen zweiten Zug auf Linie. Mhm. Ich sehe schon. Warum er nicht beladen hat. Dass man die Züge jetzt länger machen kann, weißt du. Ja, ich hab's mitbekommen. Da ist so ein kleines Zeichen gewesen. Aber ich muss ja halt auch gucken wegen den Signalen, damit die ja nicht drinnen stehen. Aber auf jeden Fall brauchen wir erstmal gerade Strom. Fällt mir mal auf. Deswegen ging das gerade nicht. Deswegen ging das ja gerade nicht. Machen wir mal hier hin. Ein bisschen schräg. Und da ist ein Verteiler, das ist gut. Dann gehen wir hier durch. Ja, reicht nicht ganz. Jetzt geht es. Jetzt ist auch hier Zeugs drauf. So, wo kommt der Zug? Da hinten kommt er. So, damit wir wenigstens ein bisschen Geld erstmal verdienen. Aber der große Reibach ist halt mit Öl und so weiter. Zumindest bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Und dann wird's... Mal gucken, wie weit du hier drinnen stehst. Ja,
Seht ihr? Ich muss die ein bisschen nach vorne ziehen. Aber dann passt das. Muss die ein bisschen nach vorne ziehen. Mit einem Waggon zieht der... steht der vorne. Leute, mir juckt das Auge. Ist ja ätzend. So, okay. Mal sehen, was du bringst. Ah, ist jetzt... seht ihr, jetzt kam er nämlich nicht rüber. Der bringt nur 10.000 Rubel. Eieieiei, das ist ein bisschen... Okay, dann müssen wir dir mal ganz kurz eine Abhilfe schaffen. Und das Signal mal kurz wegnehmen und dann kannst du auch rüberfahren. Na und tschüss. So. Jetzt nehmen wir das hier weg. Dann nehmen wir auch weg. Das nehmen wir auch weg. Und setzen dich mal... Nee, warte mal, mal ein bisschen so hin. Das müsste jetzt reichen. So, das. Das. Und das. Gut. So. Damit haben wir ihn. Dasselbe machen wir nochmal mit ihmchen. Zweiten Zug draufbringen. 3-1, die war es ja, ne? Die. Genau. Güterwagen. Das ist der 60 Tonner. Schüttgutwagen, der kann auch 60 Tonnen. Das ist der aber nicht. Oder? Shit, was ist denn? Was hat der denn da drauf? Kipper. Den Kipper hat er drauf. Wo ist der Kipper? Das hier ist der Kipper, ne? Genau. Ne, ein weniger. Nein. So, komm. Ne, nicht in die Lokomotive. Den hier sollst du nehmen, Mann. So, jetzt. Dich weg. Dich weg. Schon wieder dunkel. Ich versuche mal wirklich, dass wir auch den Schnee heute noch sehen. Aber ich kann es halt nicht garantieren. Wo ist der Zug? Schon wieder unter ferner Liefen. Schon wieder auf dem Rückweg, oder was? Ja, da. So, und Feuer frei. So, perfekt. Ja, hat reicht aus. Sehr schön. Nur das passt jetzt nicht. Mit dem Signalchen. Aber kein Problem. Das wird eng. Dann lassen wir es mal so. Oder? Könnte eng werden. Mal gucken. So, dann tankt mal voll. Mal gucken, ob wir das hier wieder ausgeglichen bekommen. Dass wir hier genug produzieren. Also da sehe ich kein Problem. Ich hoffe, die kommen hier nach. Nicht, dass wir hier alles leer saugen jetzt. Oh, der fährt los. Ah, beide sind unterwegs. Sehr geil. So, dann kommt wenigstens ein bisschen was rein jetzt. Und dann kümmern wir uns jetzt als nächstes gleich um das Öl. Ah, herrlich. Ich liebe das, wenn die Züge durch die Gegend fahren. Ich finde das toll. So. Na los. Perfekt. Genau so sollte es sein.
Perfekt. Sehr geil. Und so kriegen wir ein bisschen die Kosten wieder gedeckt. Gut. Jetzt lass uns mal schauen. Du musst leider einkaufen fahren. Danke für die Unterhaltung. Gern geschehen. Und danke für dein Follow und so weiter. Und ja, bis zum nächsten Mal, ne? Mach's gut. Viel Spaß beim Einkaufen. Oder wie ich es nenne, Survival. So. Nächste Aktion. Wir müssen mal zusehen, dass wir jetzt anfangen mit dem Thema. Wo bist du denn, Nina? Ich könnte natürlich diese Autoraffinerie-Dinger machen. Die würden uns natürlich auf jeden Fall was geben. Könnt ihr entscheiden, soll ich diese automatischen Raffinerien bauen? Dann oder auf Standard umwechseln. High Flow Oil Rig. Large 12 Tonnen, 30 Tonnen. Die ist total overpowered. Ja. Die ist ja. Ist schon richtig, was du sagst. Ich habe aber die Standarddinger. Muss ich mal kurz gucken, wo denn das Zeugs hier war. Da ist es. Hier muss es sein. Hier. Könnte man ein Ölfeld aufbauen. Und dann direkt dahin fahren lassen. Oh, es ist ja sogar im Wasser. Hier, es ist ja mitten im Wasser. Das ist ja auch hot. Das ist ja hot. Es ist mitten im Wasser. Da sind die besten Stellen. Hier wäre noch was. Hier ein bisschen was. Ja, die besten Stellen sind hier im Wasser. Tatsächlich. Shit. Ah, das ist ja ärgerlich, dass die hier mitten im Wasser sind. Hier hinten ist auch noch was. Mach den See doch weg. Ja. Werde ich wohl auch machen müssen. Hier hinten ist auch noch okay. Gucken, ob wir das hier irgendwie zu... Ja, geht sogar. Es war irgendwo schade, dass wir jetzt die ganze Landschaft hier verändern. Aber gut, wir müssen ans Öl rankommen. So, komm. Ja, zack, zack, zack hier. Das war mal ein See. High Flow. Du musst wie ein Kommunist spielen. Ja. Manchmal muss man ja wirklich so sein. Hier. Können wir direkt. Gibt es hier ein ganz grünes? Nee, leider nicht. Hier ist schön. Wir müssen, wie gesagt, auch mehrere bauen, weil sonst kommen wir nicht drumherum. Gibt es hier hinten noch was? Nicht wirklich. Hier wäre vielleicht nur eine Möglichkeit, was zu machen. Vorne ist eher nicht so. Na, und hier hinten. Nicht so toll. Ja, hier ist nix. Okay, die nächsten wären dann irgendwie da. Hier hinten wäre noch was. Da könnten wir auch arbeiten. Aber erstmal, lass sie erstmal bauen. So. Macht die Natur kaputt. Abidoschuhen hier. Also alles kaputt jetzt. Lass erstmal gucken, dass wir hier die Straßen verbinden. Dann können wir nämlich direkt hier das Ganze dorthin fahren lassen. Wir müssen es aber auch. Ich überlege gerade, ob ich es hier abtransportiere. Quasi dann in die Stadt transportiere. Und dann wieder zum Verkauf. Wisst ihr, dass ich hier oben dann die Raffinerie hinbaue? Ansonsten müsste ich jetzt nämlich hier eine neue Stadtnummer hinziehen. Damit wir das Ganze auch umwandeln können. Ich weiß nicht, ob das so clever ist.